einmal, sollte in ein bis zwei Jahren, sollte auch die Ausbildung und die Hausaufgaben dann auf Null bestellt sein, aufgrund dessen, dass wir immer sehr, sehr gut gewirtschaftet haben. Abgeschlossene Projekte 2014. Es hat wesentlich mehr Projekte gegeben, wie da jetzt da oben steht auf meiner Liste. Alle anzuführen, würde einfach den Rahmen sprengen. Das würde zu lange dauern. Ich habe jetzt einfach einmal die interessantesten einmal herausgeholt, die wir heuer 2014 abgeschlossen haben, die natürlich weitergeführt werden, teilweise auch. Und da fällt das betreute, die betreute Jugendarbeit hinein, mit der ich beginnen möchte. Betreute Jugendarbeit ist ein wichtiges Projekt in Lieburg, weil es darum geht, dass man die jungen Menschen von der Straße holt, die nicht in Vereinen oder sonst wo integriert sind, jetzt in irgendwelchen Clubs oder Sportaktivitäten eingebunden sind und dort die Möglichkeit haben, mit professionellen Pädagoginnen und Pädagogen miteinander zu sprechen. Wir arbeiten da schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit der Firma Sofa zusammen. Die hat jetzt gerade das 10-jährige Jubiläum gefeiert. Wir sind eben da die ehemalige Landesrätin Rossmann, die jetzt im Nationalrat ist, die ja diese Projekte immer sehr, sehr gut unterstützt hat. Und die Firma Sofa, die bei uns das betreute Jugendarbeit durchführt, die macht es nicht nur für uns, sondern auch für Seidersberg und für Birken. Und da gibt es einen sehr regen Austausch, der sehr, sehr gut funktioniert. Und man muss sagen, es fruchtet auf jeden Fall, dass wir die Jugend, die in Lieburg zu Hause ist, dass wir denen einen Platz und eine Möglichkeit schaffen, wo sie sich auch wohlfühlen können. Es ist eine begrenzte Zeit, muss man sehen, klarerweise, das ist meistens so zwischen 12 und 16, 17. Aber gerade da, wo die Leute oder die Jugendlichen in ihrer Sinnfindung sind, oder zum Teil in ihrer Sinnfindung sind, ist es gut, wenn sie wissen, dass sie jemanden haben, dass sie wo hingehen können und mit dem sprechen können. Die oberen Bilder, die Sie sehen, das ist jetzt, sind jetzt zwei Bilder vom ehemaligen Du und Ich. Ich nehme an, alle werden wissen, was das Du und Ich war früher. Das war ein Café, das sehr gut gegangen ist und mittlerweile aber geschlossen wurde. Und das wurde uns zur Miete angeboten. Und das Positive an dem Ganzen ist das, nicht, dass wir es nur bieten haben können, sondern wir haben auch die Möglichkeit, dass wir eine Startwohnung dort jungen und Leuten zur Verfügung stellen. Im Obergeschoss vom ehemaligen Du und Ich ist eine kleine Wohnung, ich glaube mit rund 60, 65 Quadratmetern. Und weil mich immer wieder junge Leute ansprechen, wie es ausschaut, wo die Mieten doch relativ hoch sind, so haben wir einen Platz geschaffen und gesagt, ja, wir schauen, dass wir das möglichst kostengünstig diesen jungen Leuten noch zur Verfügung stellen für eine bestimmte Zeit, dass sie mal Starthilfe haben, wenn sie von zu Hause ausziehen möchten. Ja, ein ganz besonders schönes Projekt, möchte ich meinen, ist der Kinderspielplatz. Ein Dorfplatz war nicht einfach, sage ich einmal, auch in den Vorgesprächen, auch nachdem er eröffnet worden ist, hat es natürlich auch Diskussionen gegeben. Und es ist aber auch wichtig gewesen, dass man miteinander gesprochen hat, dass man sich ausgetauscht hat und geschaut hat, dass man miteinander einen Konsens findet. Da ist es darum gegangen, um Lehrbelästigung zum einen, zum anderen, dass das die Sorge da war, dass die Jugendlichen dann dorthin kommen und dann Wirbel machen, was Gott sei Dank nicht geschehen ist. Was jetzt nur für alle jene, die den Spielplatz noch nicht gesehen haben, weil ihr doch schon ein bisschen älter seid, denke ich, spielt sie ja nicht mehr so, außer mit den Enkelkindern vielleicht. Rutschen, tolle Rutschen haben wir da auch, was wir noch haben. Und wie man sieht, freuen sich die Kinder, bis auf den Kleinen da, der schon ein bisschen traurig ist, aber im Großen und Ganzen haben alle einmal zu feiern. Ja, die Volksschulsanierung ist nichts Neues, teilweise ist aber etwas Wichtiges. Wir sind noch immer nicht zu 100% fertig, muss man sagen. Es gibt nur noch Kleinigkeiten, die renoviert werden müssen, die saniert werden müssen.
wo man schaut, dass wir eine gute Lösung, eine günstige Lösung finden. Und da bin ich ja sehr dankbar, also mein Bauungsleiter, den Menschen Johann, der das auch gut alles koordiniert hat, und vor allem auch den Herrn Kuprian, der das bei uns sehr gut als Bauleiter dort koordiniert hat, dass die ganzen Firmen rechtzeitig alle Arbeiten durchgeführt haben. Ja, so schaut sie jetzt aus, die Schule. Es ist innen, wenn noch nicht alle drinnen waren, sind einige Räume neu gemacht worden, so wie man da sieht auf der linken Seite drüben, die neue GDS, die Nachmittagsbetreuung, der Essensraum auf der einen Seite, der sehr hell ist und in den Garten hinaus eine tolle Terrasse noch dann mit sich bringt. Und auf der rechten Seite sieht man die, den neuen Küchenraum mit der alten Küche allerdings, mit einer neuen Platte oben. Das heißt also, das ist auch wichtig gewesen, dass man nicht gesagt hat, man tut alles gerne neu, nur wenn wir jetzt was Neues bauen, sondern es ist genau geschaut worden, wenn alte Sachen oder auch ältere Möbelar sozusagen noch brauchbar war, dass es noch adaptiert werden hat müssen, dann hat man natürlich darauf geschaut, dass man das noch dann bestmöglich integriert, und ich möchte meinen, man kann das nicht sehen, dass es jetzt eine alte Küche ist. Ja, da sieht man auch einen neuen Klassenraum mit neuen Möbeln, neuen Tischen. Sukzessive werden die Klassen auch weiter neu ausgebaut, damit die Betreuung dann entsprechend stattfinden kann. Rechts sieht man den alten Musiksaal vom Musikverein, der ist toll adaptiert worden. Das ist jetzt der neue Medienraum, wo man sagen kann, da ist auch ein kleiner Beamer drinnen und für kleine Veranstaltungen von der Schule, aber auch natürlich auch für alle Vereine zum Anbieten. Und für die Außenstehenden ist das, glaube ich, ein ganz toller Raum. Ja, Sanierung der Veranstaltungshalle. Wir befinden uns jetzt da in der neu sanierten Halle. Einiges kennen Sie noch nicht, deshalb habe ich die Bilder jetzt aufgenommen. Da links drüben sieht man die neue Küche, die sich links hinten, also rechts hinten befindet, im ehemaligen Sessellager. Und da sieht man dann auf der rechten Seite den Zubau, der oben hin Abstellflächen für Gerätschaften unterteilt hat. Und im herunteren Bereich, da wo die Basen zu mir ist, da ist auch ein Keller sozusagen dazu gemacht worden, ein Kellerraum, wo man dann die ganzen Gerätschaften dann unterbringen kann. Was ist noch neu gemacht worden? Man sieht es vielleicht, es hat alles einen neuen Anstrich bekommen. Das ist so grünlich geworden, die Decke. Dann hat man den Boden hat man komplett neu abgeschliffen, da hat es auch Probleme gegeben. Da ist Feuchtigkeit eingedrungen und da hat man Bedenken gehabt, dass das irgendwelche Auswirkungen haben könnte, wenn da Schimmelsporen sich ausbreiten. Wurde untersucht, hat sich Gott sei Dank aber nicht bewahrheitet und wurde alles bestens in den Sommermonaten saniert. Und ich glaube, alle haben da recht eine große Freude damit. Was wir da auch noch haben, ist ein Treppenlift, ein Schalter auch, den wir im Zuge des Umbaus machen haben müssen. Das muss alles barrierefrei da sein. Auch in der Schule natürlich, wie man auch schon redet, auch die Toiletten noch sind barrierefrei. Und die Tonnenbauge und diese tolle Leinwand mit Beamer, die können Sie jetzt bereits genießen. Ja.